Da war ich auch ein bisschen entsetzt, weil was hat die Polizei gemacht? Sie hat Schlagstöcke eingesetzt, sie ist mit Tränengas reingehockt, sie hat Leute festgenommen. Und angesichts dieser Tatsache finde ich es eigentlich umso bemerkenswerter, dass die Schülerinnen und Schüler der Repression standgehalten haben und ihr Bestes versucht haben. Es haben schon einige Redner vor mir hier angesprochen, aber der Grund, warum ich dieses Beispiel mit Nürnberg nochmals bringe. Es ist nicht nur eine heroische Vorlage im Kampf, es ist auch eine strategische Perspektive. Stellt euch vor, die Leute werden aus den Hörsälen abgeholt, aus den Schulen, aus den Betrieben und anstatt einfach wegzuschauen, erheben sich unsere Mitschülerinnen, unsere Kommilitonen und unsere Kolleginnen. Stellt euch vor, diese Medienpräsenz, die wir heute über unsere Mitschülerinnen in Nürnberg hatten, mit dieser Aktion, wiederholt sich dutzendfach im ganzen Land. Dann können wir diese Abschiebungen auch wirklich verhindern. Also, wir haben morgen nochmal eine Demo um 18 Uhr. Ich hoffe, ihr kommt alle wieder. Und es wäre schön, wenn wir den Geist, den unsere Mitschülerinnen in Nürnberg heute gezeigt haben, auch auf die Demo morgen tragen können. Und dazu möchte ich euch eine Parole vorschlagen. Überall ist Nürnberg, überall ist Widerstand. Überall ist Nürnberg, überall ist Widerstand, überall ist Nürnberg, überall ist Widerstand, überall ist Nürnberg, überall ist Widerstand. Überall ist Nürnberg, überall ist Widerstand. Okay, danke schön. Noch eine kurze Information, wir haben heute hier gegen Abschied.